Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Ja, Freunde, heute geht es endlich wieder los. Ich bin beim öffentlichen Training mit dabei und morgen beim Spiel gegen Oberhausen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich nehme euch wieder mit. Es war jetzt lange Zeit, ja, kein Fußball mehr hier auf dem Kanal gewesen, weil gerade ja auch Sommerpause ist und die Saison geht erst demnächst wieder los. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr euch freut auf die neue Saison. Ich würde sagen, wir starten rein und fahren nach Dortmund. Let's go! So, Leute, jetzt geht es zum öffentlichen Training. Morgen geht es zum Spiel. Ich zeige euch gleich mal ein paar Eindrücke hier. So, ist geiles Wetter, schon viele Leute am Start. Alter, das ist so voll hier. Guck mal hier, ganze Tribüne, alles voll. Das ist das erste öffentliche Training, ne? Krass. Jetzt zeige ich mal ein bisschen hier das Trainingsgelände an sich. Hier kann man auf jeden Fall richtig geil Fußball spielen, 6 gegen 6. Da haben wir einen Platz, da haben wir einen Platz. Hier ist der große Platz. Hier ist halt alles Kunstrasen, da ist normaler Rasen, da sind auch schon die ganzen Leute. Das ist Wahnsinn, wie voll das hier ist. Hier kann man dann Fußballtennis spielen. Da hinten ist dieses Tagball. Das Training geht heute circa eine Stunde und morgen bin ich beim Spiel, beim Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen am Start. Das ist auf jeden Fall auch nice. Da werde ich auch so nah am Platz sein und kann da vielleicht ein paar exklusive Eindrücke für euch filmen. Ich freue mich, dass auf jeden Fall die neue Saison jetzt wieder losgeht demnächst, weil so lange Pause mit Fußball ist nicht nice. Deswegen wird geil. Lukas, rasiert oder was? Moin, moin. Lukas, ja, rasiert. Wie willst du auch sonst heißen, wenn du keinen Bartwuchs hast? Doch, ich habe heute rasiert. Ja? Ja, gestern. Stark. Da kommen die Spieler jetzt. Leute, passt der rein? 4.000? Luisa? Boah. 9.999. Sagst du? Schätzt mal, Chat. Schreib mal rein. Ich sag schon Chat, wir sind ja nicht live. Ich sage 4.000 Menschen passen. Oder? Nein, niemals. Passen 2.000 rein oder so. Ergebnis könnt ihr selber googeln. Ich blende gar nichts ein. Ich würde auch gerne so rumlaufen können im Tank, aber geht nicht. Also erst mal ein bisschen Training. Das ist der 45er auch genannt. Boah, guck mal hier. Was habe ich gesagt heute? So eine Maschine, die skillt, ich liebe sowas. Haltet ihm im Auge, Leute, vertraut mir. Das sind immer diese Mikrofone, ne? Warum man den Ball so hört, so laut in meinem Spiel. Ne? Ich denke mal, das ist ein Mikrofon am Ball. Boah, stark gehalten. Der ist Kylie. Kylie, bleib ruhig. Platz, mach nichts. Nein. Training ist vorbei, Leute. Jetzt gibt's noch mal hier eine Autogrammstunde. Zweiter Tag. Heute ist es soweit, Freunde. Oberhausen gegen BVB. Ernesto ist mit am Start, die Stadt, wo ich geboren wurde. Und ich bin gespannt, was heute beim ersten Testspiel, was ich dann sehen werde, abgehen wird. Ich freue mich auf ein geiles Spiel, viele Tore hoffentlich. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt nach Oberhausen. Let's go. Ich bin jetzt in Oberhausen angekommen, habe meine Akkreditierung abgeworfen. Jetzt muss ich immer gucken, wo ich hier parke und so. Ich war noch nie in dem Stadion gewesen in Oberhausen. Ich bin mal gespannt, was uns heute erwarten wird. Wetter wird auf jeden Fall gerade ein bisschen bewölkt. Ich glaube, es wird gleich dick regnen. Wir sind jetzt hier im Stadion angekommen. Wir haben hier heute mal exklusiven Zugang. Deswegen zeige ich euch mal ein bisschen hier. Ich war noch nie in dem Stadion. Wie viele Leute passen hier rein, weißt du das? Nina ist auch am Start. Aber sieht klein aus, ne? 10.000 oder so. Aber wir haben auf jeden Fall heute geile Plätze. Wir sind direkt hier beim Media-Team vom BVB am Start und können hier vor dem Spiel rumlaufen auf dem Platz. Also auf dem Platz glaube ich nicht. Aber ich darf davor stehen, ich darf ihn berühren. Kennt ihr diese Folge bei SpongeBob? Die Tribüne da hinten haben die auf jeden Fall neu gebaut. Ist schon cool auch irgendwie hier bei dem Stadion zu sein. So, ich bin eigentlich jede Woche hier in Oberhausen meine Oma besuchen. Ich war noch nie hier. Deswegen mal gucken. Was tippt ihr heute fürs Spiel? Ich tippe auf ein 10-1 Dortmund. Was? Okay, was sagst du? 8-1. 8-1, oha. Das ist schon ein krasser Ergebnis. Was sagt ihr? Ich habe gerade schon gesagt 9-1, ey. Boah, Junge, wie hoch? Ich sag 3-5. 3-5, okay. Wenn das passiert, kriegst du PS5. Ja, ja. Schneide ich raus, wenn es so kommt. Jetzt kommt der Bus an. Wir sind hier mitten im Durchgang, alle am Warten. Wir stehen schon direkt hier. Was geht ab? Alles klar, Bro. Moin. Moin. Maschine, Junge. Hältst du ja wieder Bälle am Tragen, oder was? Willst du dir helfen? Komm. Komm, mal Live-Workout hier. Ja, voll, Junge. Maschine. Es wird gleich so eine Wolke aufziehen, Leute. Oberhausen-Spieler sind auf jeden Fall schon rausgekommen. Schreiben, sagst du? Auf, wo? Auf. Wo? Hier, irgendwo. Oh, schwierige Angelegenheit. Ich boah, das war die beste Unterschrift, die ich je gemacht habe. Gerne. Ihr mit euren Schuhen, Alter. Ihr verkauft die nur bei eBay. Ich kenne euch doch. Kannst du verkaufen für 30.000 Euro. Ist zu krank, wie viele Fotos ich hier gemacht habe. Ich nehme mir gerne die Zeit dafür, Leute. Alle, die dabei waren, schöne Grüße gehen raus. Schiene, ey.
stand ich letztes Mal so nah, Leute. Das ist ja geisteskrank. Let's go, Leute! Digga, krank! Wahnsinn, was hier abgeht, Leute! So sieht das hinter den Kulissen aus, Leute. Hier die ganzen Kameramänner, Fotografen, alle nebeneinander mit diesen riesen Kameras. Und der Nesto hier, mittendrin. Die Stimmung ist aber echt gut. Perspektive hier, Leute. Ah. Stark, 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 stark. Ah, abseits. Oh, schau dir das an. Stark. Vor meinen Augen. Halbzeit, Leute, 1-1. Also mehr Spielszenen waren leider auf der anderen Seite, nicht bei uns auf dem Tor. Wir werden jetzt aber die Seite wechseln. Das ist ein ganz anderes Erlebnis, wenn man das Spiel so direkt am Spielfeldrand sieht. Da hört man die Spieler miteinander reden. Man kriegt viel mehr mit, finde ich. Digga, überall, Jungs. Jetzt gehen wir auf die andere Seite rüber. Was tippt ihr, Jungs? Wie geht das Spiel aus? 2-1, okay. Ist einfach Prison Break hier, Alter. So, zweite Halbzeit hat begonnen. Jetzt können wir auch die Anzeige von hier sehen. Ich tippe auf den 3-1 BVB. Wurden, glaube ich, viele Spieler ausgewechselt. Ein paar Jungs von denen kappten mich auch. Schöne Grüße gehen raus an die Jungs. Und wir stehen einfach so nah vom Platz. Das ist ja verrückt, wirklich 3 Meter oder so. Oh, oh, ist drin. Golazo. Stark, Marco. Stark. Hazard! Wohin? Wohin? Einfach 2-2. Geht das Tor nicht drauf. Das war einfach von Weitem. Das ist ja so laut hinterm Tor, Alter. Der sieht ihr direkt. Hier. Vom Platz. Oh, was ein Skill, Junge. Ja! Bomba! Bomba 3-2 in der 90. Maschine. Stark gemacht, Leute. Was ein Angriff, gut durchgesetzt. Spiel ist sogar vorbei. Krass. Da fällt jetzt ab. Das war's, Leute, vom Spiel. 3-2 Endergebnis. Ich habe gedacht, geht höher aus, aber 7-7. Letzte Sekunde. Letzte Sekunde, Bamba einfach Tor. Das sind Interviews nach dem Spiel. Wir sind auch hier am Start. Nochmal ein Interview. Das war's vom Spiel. Stadion ist so gut wie leer wieder fast. Boah, was ein geiler Rasen, Leute. Eieiei. Ich gehe jetzt noch meine Oma besuchen. Die kommt ja auch aus Oberhausen. Geht dann noch mal schön was essen. Und danach von dort wieder zurück nach Düsseldorf. Ernestos Valverdos ist jetzt wieder zu Hause angekommen, Leute. Es war auf jeden Fall ein sehr geiler Tag. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich von euch getroffen habe, aber wirklich ein riesen Dankeschön geht raus an jeden Einzelnen, der da heute am Start war. Es hat mir einfach wieder so ein geiles Feeling gegeben, dieses, weiß nicht, ich kann das nicht in Worte fassen. Das fühlt sich einfach so geil an, wenn man Leute glücklich machen kann, wenn die einen sehen. Ich habe mir auch so viel Zeit genommen, ohne Scheiß. Ich war locker eine Stunde da und habe mit Leuten Fotos gemacht am Zaun und all sowas. Spiel hätte natürlich ein bisschen besser laufen können, aber am Ende Hauptsache Sieg, war eh nur ein Testspiel, Leute. Und das letzte Tor von Bamba war auf jeden Fall auch sehr stark. Und ich habe Bock auf die kommende Saison, Leute. Beim nächsten Testspiel in Erfurt bin ich leider nicht mit dabei, aber ich bin, glaube ich, am 6. August gegen Ajax dabei. Deswegen, Leute, da werde ich dann auch, denke ich, einen Stadion-Vlog machen. Lasst den Daumen nach oben da, wenn ihr euch auch freut auf die neue Saison. Ich hatte heute auf jeden Fall richtig viel Spaß und wir sehen uns bei den nächsten Vlogs und Videos wieder, Leute. Ernesto Valverde ist raus, macht's gut, haut rein und ciao!